Liebe Gemeinde, bis vor kurzem, bis die Flüchtlingsdebatte begann, hatten wir ja eine öffentliche Debatte zum Thema Schulden. Keine Nachrichten, die nicht über die Staatsverschuldung gingen, denn die großen Schuldner unserer Tage, das sind heute die einzelnen Nationalstaaten. Und da geht es um Summen, die einem so richtig den Kopf schwirren lassen. Können Sie sich die Zahl 2,2 Millionen Euro vorstellen? Man muss ja nachrechnen, wie viele Nullen das eigentlich sogar sind. Das ist eine Größenordnung, die ist schlicht nicht mehr vorstellbar. Aber das ist die Summe, die unser Staat schuldet. Das ist die Staatsverschuldung des Staates Deutschland. Unser Gleichnis führt uns heute mal wieder in die Hochfinanz. Und diesmal wählt Jesus ein Beispiel aus dem Schulden, als ob er unsere Tage gekannt hätte. Und es geht um unvorstellbar große Summen. Da soll nämlich ein einzelner Mann Schulden in Milliardenhöhe haben. Man mag meinen, das geht nicht, doch das geht tatsächlich. Wir haben tatsächlich solche unglücklichen Menschen unter uns, die Milliardenschulden haben. Sie waren früher einmal Milliardäre, haben sich verspekuliert und sind jetzt zu Milliardenschuldnern geworden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es sind die Ausnahmen. Wir hingegen heute Morgen sind froh über unser Sparbuch und dass unsere finanziellen Verhältnisse doch mehr oder weniger geordnet und überschaubar sind. Aber mit dem Blick auf unsere privaten Finanzen ist es leider nicht getan. Denn vielleicht wissen Sie es nicht, aber Sie sind Schuldner. Unsere Staatsfinanzen machen jeden von uns zum Schuldner und pro Kopf macht das 27.000 Euro. Also so eine vierköpfige Familie hat mal schnell 108.000 Euro Schulden am Bein. Das klingt jetzt sehr abstrakt und sehr theoretisch, denn niemand klingelt an der Haustür und fordert diesen Betrag von uns ein. Scheinbar spielen diese Schulden in unserem Alltag keine Rolle. Und so entsteht so eine doppelblütige Situation. Wir hören in den Nachrichten über diese gigantische Verschuldung und leben doch aber unseren Alltag, als ob es sie gar nicht gäbe. Denn insgeheim rechnen wir damit, dass diese Verschuldung nie bei uns eingefordert wird. Bestenfalls denken wir vielleicht darüber nach, dass die arme nächste Generation diese Schuldenlast vielleicht mal zu bezahlen hätte. Nun, in unserem Gleichnis hat ein Mensch unvorstellbar große Schulden in Milliardenhöhe. Jesus nimmt dieses Motiv überraschenderweise, um die Ausgangssituation für das Himmelreich zu beschreiben. Das Himmelreich fängt damit an, nicht dass wir Schulden haben, sondern dass wir uns über unsere Schulden klar werden. Das Himmelreich fängt damit an, dass wir unseren eigenen Finanzstatus einmal gründlich prüfen. Das verblüfft und klingt ja wie ein offener Widerspruch. Himmelreich und Schulden, ist das zusammenzubringen? Aber jeder Finanzberater, der sich die Finanzsituation von jemandem vornimmt, würde sofort sagen, verschaffen Sie sich erst einmal Klarheit darüber, wo Sie im Augenblick gerade stehen. Das ist die schlichte religiöse Forderung. Verschaffen wir uns einmal Klarheit darüber, wo wir im Augenblick vor Gott stehen. Und die Bilanz unseres Lebens lautet dann, wir schulden Gott so viel, dass wir das aus eigenen Kräften niemals erstatten können. So hat Luther dieses Motiv, dieses Gleichnisses religiös gedeutet. Für ihn war es noch selbstverständlich, dass das Grundverhältnis zwischen Gott und Mensch eben so ist, dass der Mensch Gott etwas schuldet. Und das war für Luther kein abstrakter Satz, sondern eine zutiefst erfahrbare Lebenserfahrung. Er hat sie darum in der evangelischen Frömmigkeit auch fest verankert. Sie begegnet uns immer wieder in den Liedern, auch jetzt in dem Lied, das wir zu Beginn der Predigt gesungen haben, als ein Lebensgefühl des evangelischen Menschen. Gott gegenüber verpflichtet zu sein und aus eigenen Kräften diese Verpflichtung niemals ableisten zu können. Dieses Verhältnis zwischen Gott und Mensch ist allerdings, wie so vieles in der Moderne, nicht unumstritten. Ein Gottesbild, das uns alle zusammen hier gleichzeitig und ungefragt in eine Schuldhaft nimmt, das ist von moderner Seite her
heftig kritisiert worden. Denn es wird auch ein Menschenbild vertreten und auch durchaus sympathisch gemacht, dass der Mensch als selbstbewusstes und unabhängiges Wesen nicht von vornherein einer Gottheit gegenüber in Schuld sein kann. Warum soll ein Mensch, kaum dass er geboren ist, schon ein Schuldner Gottes sein? Nun, wir können allerdings eine Analogie aus unserer Staatssituation heranziehen und sagen, naja, jedes Kind, das jetzt in der Bundesrepublik geboren wird, ist automatisch ein Staatsschuldner und hat seinen Anteil an Staatsschulden. Und kein Bundesbürger wird sich herausreden können und sagen können, das haben die Politiker von meiner Geburt gemacht, ich habe damit nichts zu tun, lasst mich damit in Ruhe. Tatsächlich gibt es so etwas wie eine kollektive Verpflichtung in der Schuld und in der stehen wir als Menschheit eben mit hinein. Als menschliche Gemeinschaft stehen wir Gott so gegenüber. Und Luther war das nicht nur ein theoretischer Satz, sondern er hat dieses auch immer wieder erlebt in seinem Verhältnis zu anderen Menschen, dass er ihnen nicht genügen konnte. Ist das ein persönliches Problem unseres Reformators Luther? Hätte ihm vielleicht eine Therapie geholfen, ein Therapeut, der ihm hilft, über seinen Schuldkomplex hinwegzukommen? Ich glaube nicht, dass wir die Welt einfach therapieren können. Ich gehe nicht davon aus, dass die Schulderfahrung, die jeder von uns im Leben macht, einfach nur ein therapeutisches Problem ist, sondern dass sie eine Grunderfahrung beschreibt, die eben zum Himmelreich mit dazugehört. Das Himmelreich heißt die Erkenntnis, ich schulde der Welt etwas, was ich ihr nicht wiedergeben kann. Aber damit ist ja das Himmelreich zum Glück noch nicht zu Ende. Wir haben eine sehr schlichte, aber nicht erfüllbare Forderung von Petrus als Einleitung in die Geschichte gehört. Wie oft soll ich denn meinem Bruder verzeihen? Ich mag ja auch ergänzen, meiner Schwester natürlich. Und genauso selbstverständlich ist die Antwort von Jesus, naja, immer. Denn die Menschen neben uns haben stets das Recht, unsere Verzeihung einzufordern. Sie haben stets das Recht von uns, Vergebung erwarten zu dürfen, wenn sie sich uns gegenüber daneben genommen haben. Das fällt uns nicht so leicht, das zu akzeptieren. Leider ist es uns nicht überliefert, aus welcher Situation heraus Petrus diesen Stoßseufzer von Frage getan hat. Hat er Johannes wieder einmal seine Autorität vor der ganzen Gruppe untergraben? Hat Judas seinen Vorwahl an getrockneten Feigen geplündert? Oder hat Levi wieder einmal nicht dafür gesorgt, dass genug Feuerholz gesammelt worden ist? Ging es da um den täglichen Ärger, wie wir ihn auch in der Familie erleben können? Oder ging es da um eine große, schwere und kaum zu ertragende Verletzung? Als Kind habe ich mich nicht so sehr für die pädagogischen Figuren interessiert, die mir braves Verhalten vermittelt haben in der Erzählung, sondern ich habe mich für die erinnert, die sich daneben benehmen. Erinnern Sie sich noch? Ach, was muss man oft von bösen Buben hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen. Erste Literaturerfahrungen unserer Generation mit Geschichten von Anti-Helden. Denn das sind Max und Moritz ja, solche, die uns zeigen, wie man sich auf gar keinen Fall benehmen sollte. Wir haben sie mit Vergnügen gelesen. Wir haben sie mit heimlichem Schauder gelesen. Doch wehe, 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 wenn ich auf das Ende sehe. Ach, das war ein schlimmes Ding, wie es Max und Moritz ging. Da haben wir sie auch schon gleich. Die Androhung der großen Abrechnung, die am Ende ja kommt. Und wir haben sie gelesen und wir haben sie mit einem Schauder gelesen. Und heute ist diese Literatur aus den Kindertagesstätten verbannt. Der Antiheld nimmt zwangsläufig ein schlechtes Ende. Der Antiheld versagt auf der ganzen Linie. Kaum ist der Schuldenschnitt gemacht, verstrickt er sich schon wieder in neues Versagen. Menschen mit nicht zu bewältigenden emotionalen Verletzungen werden zu solchen Antihelden. Menschen, die sich zu ihrer
Umwelt nicht positiv in Beziehung setzen können. Weder Schneider Böck noch Lehrer Lempel haben es geschafft, eine positive Beziehung zu Max und Moritz aufzubauen. Der Antiheld ist die unerlöste Figur, die auf ihre Erlösung noch warten muss. Und als Kind war mir aber auch immer schon klar, dass das Ende von Max und Moritz ein literarischer Effekt war. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich nie wirklich geglaubt und gedacht, dass diese beiden Jungs in die Mühle müssen und am Ende klein gemahlen wieder da liegen. Das Ende dieser Geschichte, die wir heute gehört haben, bin ich geneigt auch als einen literarischen Effekt zu sehen. Denn der Held muss auf seine Erlösung warten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Himmelreich darin besteht, dass jemand den Peiniger überantwortet wird. Sondern es ist der Hinweis darauf, wer das Wesen der Gnade nicht begreift, muss zurück auf den Anfangspunkt, fällt zurück auf Los und zieht keine 4000 Euro ein. Das Himmelreich, wenn ich es einmal positiv formulieren soll, das Himmelreich ist dann, wenn wir Gottes Schulden erlassen. Voll begriffen haben. Wenn wir wirklich erfassen können, was es heißt, zu leben aus der Gnade heraus, die uns unsere Schuld nicht anrechnet. Denn das ist ja eigentlich nur das reformatorische Erlebnis gewesen. Die Schulderkenntnis ist die Voraussetzung, aber die eigentliche Befreiungserfahrung war es, dass diese Schuld nicht angerechnet wird. Gott schickt eben kein brutales Inkassounternehmen, das bei uns die Schulden eintreibt, sondern er macht den Schuldenschnitt, stellt das Konto wieder auf Null. Das Scheitern nimmt mich nicht gefangen. Es bestimmt gerade nicht meinen Lebensverlauf. Gehöre ich zu den Menschen, die auf dieser Grunderfahrung ihr Leben aufbauen können? Jesus erklärt Petrus einen grundlegenden Satz der himmlischen Ökonomie, des Wirtschaftsgebarens im Himmelreich. Je intensiver ich Gottes Vergebung begriffen habe, umso großzügiger bin ich meinem Nächsten gegenüber. Je mehr ich gelernt habe, wie sehr mir verziehen worden ist, umso leichter fällt es mir auch, dem neben mir zu verzeihen. Das heißt, wenn es mir schwerfällt zu verzeihen, habe ich noch nicht wirklich begriffen und erfasst, wie sehr Gott mir verzeiht. Jesus erzählt die Geschichte negativ und ich glaube, es ist kein Zufall, dass er sie negativ erzählt, weil das Gelingen des Himmelreiches doch eine Ausnahme ist. Wir haben Schwierigkeiten zu verzeihen. Es fällt uns nicht leicht, solchen Menschen, die uns kränken und die uns böse wollen, von Herzen zu vergeben. Darum gibt es eben diese Möglichkeit, dass wir aus der Gnade Gottes herausfallen, dass Beziehungen eben zerbrechen und Dinge scheitern. Mit anderen Menschen. Jesu Blick bleibt nüchtern. Er idealisiert nicht und verspricht uns nicht, dass uns das immer gelingen wird. Wir werden nicht automatisch großzügige und verzeihende Persönlichkeiten. Aber wir haben die Chance, dass das Himmelreich bei uns geschieht. Wir haben immer die Möglichkeit, in jeder Situation, in der es gefragt ist, den Weg der Verzeihung zu gehen und damit beide im Himmelreich zu landen. So geht es ja auch Petrus und so geht seine weitere Geschichte. Er ist mal der Held und ist mal der Antiheld. Niemals ist das Konto bei Gott im Guthaben. Aber mit dieser Spannung lässt sich leben und mit dieser Spannung lässt sich auch das Himmelreich erleben. Nun versichern uns die Finanzfachleute, dass eine gewisse Staatsverschuldung unbedingt notwendig ist, damit das ganze Staatssystem auch funktioniert. Und sie versichern uns, dass dieser Kreislauf auch immer im Fluss gehalten werden wird, dass es zwar Risiken eines Staatsbankrotts gibt, aber dass die eigentlich vernachlässigbar sind, zumindest in unserem Staat. Also werden wir aus der Staatsschuld niemals entlassen. Angela Merkel wird uns niemals über die Tagesschau mitteilen, dass jetzt unsere Staatsschuld endgültig getilgt ist. Das leider nicht. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott anders handelt. Er befreit uns zu neuem Handeln, indem er unsere Lebensschuld tilgt, endgültig. Der Friede unseres Herrn Jesus Christus, welcher höher ist als allen zur Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus.